Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin gerade auf einer Radreise die portugiesischen Küsten entlang. Ich befinde mich gerade in einem Ort, der Fuzeta geschrieben wird, aber auf Portugiesisch sicher ganz anders ausgesprochen wird. Es ist noch ganz nah an der spanischen Grenze. Ich fahre jetzt die Algarve erst entlang und dann die Atlantikküste weiter hoch bis zur spanischen Grenze wieder im Norden. Ja, und wenn du wissen willst, was ich heute sehe und erlebe, dann bleib dabei. Aufnahmedatum für dieses Video ist Karfreitag, der 15. April 2022. Und es fängt gleich an mit einer Schotterpiste an hier den Salinen entlang, die in dieser Marschlandschaft liegen. Ja, es ist schon sehr warm. Ich bin heute beim Zeltabbauen kräftig ins Schwitzen gekommen. Habe von meiner Nachbarin aus dem Wohnmobil raus einen Kaffee zum Frühstück bekommen. Das fand ich sehr, sehr nett. Gestern Abend mir der andere Nachbarn, Franzose, so eine Steckdose zur Verfügung gestellt, dass ich meine Powerbanks auffüllen konnte. Ich fahre hier jetzt ganz langsam Richtung Faro, genieße diese wunderschöne Stimmung und diese Landschaft hier und lasse mir richtig schön Zeit. Das sind Flamingos. Ich habe zwar schon mal welche in der Camargue gesehen, aber so nah bin ich Flamingos, glaube ich, noch nie gekommen. Wie schön! Ich habe zwei Herausforderungen heute. Und einmal muss ich Wasser finden, was nicht so ganz einfach wird, weil heute ist, wie gesagt, Karfreitag und alles ist zu. Die zweite ist nicht ins Schwitzen kommen. Schön langsam fahren, die Umgebung genießen und ein bisschen zur Ruhe kommen. Es ist gerade Ebbe und die ganzen Boote hier liegen auf dem Trockenen. Jetzt wird es mal abenteuerlich. Ich hoffe nicht für allzu lang. Das endet immer wieder im Nichts. Das war auch gar nicht der richtige Eurovelo 8. Die waren schon vorher abgebogen, habe ich nur verpasst. Jetzt geht es mal ein Stück hier an der Hauptstraße wieder entlang und mal sehen, was hier so los ist am Karfreitag. Ich bin inzwischen in Olhão angekommen, oder wie immer man es ausspricht. Hier kann man wieder zu den vorgelagerten Inseln fahren. Da fährt gerade ein Boot weg, vollkommen überladen. Und da steht noch eine lange Schlange, die auch noch wieder auf dem Boot warten. Es scheint sehr beliebt zu sein. Wasser habe ich jetzt auch in der Tankstelle bekommen können. Das hat also geklappt. Das mit dem Nicht-Schwitzen hat leider nicht geklappt. Da war zwischendrin mal ein Berg. Ja, und da kommt das nächste Boot an, was jetzt diese Leute da drüben befördern wird. Hier ist alles sehr schön angelegt. Ich würde gerne auf der Promenade da links fahren, aber es ist keine so gute Idee. Da sind zu viele Leute. Na, da wäre ich vielleicht doch besser auf der Promenade gefahren. Hier ist noch mehr los. Ich weiß gar nicht, wo die alle hin wollen. Wahrscheinlich zu den Bötchen, aber ich weiß nicht, wo die parken können. So viele Autos. Weiter am Feiertag. Oh, jetzt habe ich den Stau umfahren und der hat sich aufgelöst. Jetzt geht's weiter Richtung Faro. Jetzt bin ich aus der Stadt raus. Jetzt geht es nach Faro rein und weil das so ungefähr die größte Stadt hier an der Algarve ist, ist auch eine angemessene vierspurige Straße. Und jetzt geht es nach Faro rein, den alten Teil, aber ich schätze, da muss ich schieben, denn hier ist ein furchtbares Kopfsteinpflaster. Die Altstadt von Faro ist nicht sehr groß, also der Teil, der von der Stadtmauer, der alten Stadtmauer umfasst ist. Ich glaube, also soweit ich mich erinnern kann, gibt es auch nicht viel zu sehen, deswegen werde ich einfach nur durchfahren. Kommt einfach selber mal her und schaut es euch an. Auf den Stadtturm kann man wohl rauf, aber das geht mit dem Fahrrad leider nicht. Aber es ist ein wunderschöner Platz hier. Und auch hier warten die Leute auf ein Boot zu den vorgelagerten Inseln. Da drüben ist der Flughafen von Faro und da macht sich auch gerade wieder eine Maschine bereit.
Das ist der Bahnhof von Faro. Ich weiß allerdings nicht, ob die Strecke hier an der Algarve entlang noch in Betrieb ist. Jetzt geht es hier ein Stück an den Bahngleisen entlang und dann biegt es ab zum Flughafen. Der wird dann umrundet und dann habe ich hoffentlich wieder meine Ruhe. Ja, das ist jetzt ein recht abenteuerlicher Weg am Flughafen entlang. Ich glaube, ich sollte auch lieber da unten fahren. Oh, da ist ein Falkner. Das ist jetzt der Blick zurück auf Faro. Und daraus habe ich eben das startende Flugzeug gefilmt. Jetzt stehe ich hier am Ende der Landebahn. Da landet auch tatsächlich eins. Das kann man wahrscheinlich jetzt auf der Kamera nicht sehen, aber starten will jetzt wohl keins. Oder da macht sich vielleicht doch eins fertig. Vielleicht sehen wir es ja noch. Sieht so aus, als würden sie jetzt in die andere Richtung starten. Ja, kaum war ich da weg, kommt eine Maschine reingeflogen von der Seite. Ja, ich hoffe jetzt, dieser Weg wird jetzt nicht allzu sandig. Ich bin immer noch nicht an diesem Flughafen vorbei. Aber wenigstens hat jetzt mal für eine kurze Zeit wenigstens die Schotterstrecke aufgehört. Ich habe sogar einen Radweg für mich alleine. Hier geradeaus geht es jetzt an den Strand von Faro. Da ist natürlich wieder was los. Ich glaube, ich muss jetzt aber rechts. Jetzt habe ich den Flughafen endlich hinter mir gelassen und jetzt geht es hier wieder ganz schön durch diesen Naturpark durch. Eine ganze Weile. Also ich werde jetzt länger keine Straße mehr sehen, glaube ich. Jetzt bin ich aus dem Naturpark da raus. Jetzt geht es hier auf so einer sandigen Piste wieder ein ganzes Stück zurück, um dann wieder in besiedeltes Gebiet zu kommen, wo ich dann da weiterfahren kann. Ich bin jetzt eine ganze Weile aus diesem Naturpark raus und von der Küste weg. Das ging da an einem Golfplatz entlang auf dieser Sandpiste, die ich zuletzt gezeigt habe. Und ja, da habe ich lieber ausgeschaltet. Das ging dann auch durch so ein Nobelviertel mit Nobelkarossen. Hast du nicht gesehen, meine Güte. Ja, und jetzt umfährt der Eurovelo 1 diese ganzen Ferienanlagen, die hier am Meer liegen. Und ich hoffe, es geht gleich wieder zurück. Hier hat man jetzt mal ein bisschen Aussicht aufs Hinterland. Da fangen nämlich gleich die Berge an. Ich bin zurück am Meer. Da war gerade ein wunderschöner Strand mit einem ganz tollen Restaurant. Das war gerappelt voll. Ich habe aber leider Musik gespielt, deswegen muss ich das jetzt hier einspielen. Und ja, ich hoffe, es bleibt jetzt eine Weile so. Aber ich fürchte, wenn ich durch den nächsten Ort bin, biegt es wieder ab, um dann wieder Ferienanlagen zu umfahren. Hier haben sie jetzt einen Fahrradweg unterhalb der Promenade gebaut. Das ist sehr schön. Ich hoffe, die Leute verstehen das auch. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wo ihr an Ostern wart, am Karfreitag. Und wie war das Wetter? Das war übrigens Quartera. So wird es jedenfalls beschrieben. Auf der nächsten Schotterpiste. Jetzt ist irgendwo links von mir das Meer. Ich glaube, hier gibt es auch einen Wanderweg, so wie ich das eben gesehen habe, bis nach Albufeira. Aber den kann ich, glaube ich, nicht fahren. Ich muss jetzt diesem Weg hier folgen. Ja, der ist völlig versandet. Es ist inzwischen fast 4 Uhr und ich bin ein bisschen müde. Ich würde jetzt gerne aufhören. Aber der nächste Campingplatz ist noch ein Stück.
So, jetzt ist diese Horrorstrecke vorbei und ich bin wieder auf dem Teer und hier ist es wunderbar grün. Ich bin jetzt in Albufeira angekommen. Die Strecke bis dahin war jetzt nicht besonders interessant. Ich habe auch einiges abgeschnitten. Und ich bin jetzt auf der Suche nach dem Campingplatz. Der liegt ein bisschen außerhalb und oberhalb des Ortes. Deswegen muss ich jetzt erstmal wieder rausfahren. Ich bin am Campingplatz angekommen, habe das Zelt schon aufgebaut. Die freundlichen Nachbarn haben mir ihre Axt geliehen, damit ich die Heringe reinbekomme. Der Boden ist ziemlich fest, aber das Wichtige für mich ist, dass es schattig ist und dass das Waschhaus nah ist. Ja, das war ein schöner Tag heute, aber auch sehr anstrengend irgendwie. Den ganzen Tag eben Sonne, was natürlich toll ist, aber das zehrt auch ein bisschen an den Kräften. Ich habe auch ein bisschen wenig gegessen, glaube ich. Ich muss jetzt erstmal ins Restaurant. Und morgen geht es dann weiter an der Algarve entlang. Aber ich glaube, ich fahre erstmal in den Ort Albufeira. Das mache ich heute Abend nicht mehr. Der Campingplatz liegt ein bisschen außerhalb. Dann mache ich das in einem. Dann fahre ich zurück zum Eurovelo 1 und dann schaue ich mir mal den Ort an. Ich glaube, hier fängt dann auch die richtige Algarve mit den Felsen an. Ja, wenn du dann wissen willst, was ich morgen alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal. Und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!